Hallo meine Damen und Herren, in unserem heutigen Screencast wollen wir uns Gedanken zu den Beziehungen zwischen verschiedenen Kostenstellen machen. Nachdem wir nun die verschiedenen Kostenstellenarten kennengelernt haben, wollen wir uns auf diesem Chart ansehen, wie die gegenseitigen Leistungsbeziehungen der verschiedenen Kostenstellenarten aussehen können. Mit Leistungsbeziehungen ist gemeint, dass eine Kostenstelle Leistungen für eine andere Kostenstelle erbringt. Die grundsätzliche Überlegung in der Kostenstellenrechnung ist nun die, dass derjenige, der Leistung bezieht, dafür auch bezahlen muss und derjenige, der Leistung erbringt, eine entsprechende Gutschrift erhält. Diese Grundüberlegung ist für das weitere Verständnis der kostenrechnerischen Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen sehr, sehr wichtig. Zunächst haben wir Haupt- oder Endkostenstellen, die die Endprodukte herstellen und somit als einzige Kostenstellen in Frage kommen, die Kostenstellenkosten auf die Kostenträger abzuwälzen. Diese Kostenweitergabe von den Kostenstellen auf die Kostenträger geschieht beispielsweise mit Kalkulationssätzen, wie wir sie später noch berechnen werden. Nun gibt es aber auch Hilfskostenstellen, auch Nebenkostenstellen genannt, sowie allgemeine Kostenstellen, wie wir schon gehört haben. Die Leistungen, die zwischen den verschiedenen Kostenstellen hin und her fließen, werden bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung berücksichtigt. So können beispielsweise Hauptkostenstellen auch für Hilfskostenstellen oder allgemeine Kostenstellen tätig werden. Stellen Sie sich vor, dass ein Schlosser, der sonst Endprodukte herstellt, zur Reparatur eines Schrankes oder eines Tisches in eine Hilfskostenstelle oder in eine allgemeine Kostenstelle geschickt wird. Die Leistung dieses Schlossers muss dann von der empfangenen Kostenstelle an die Hauptkostenstelle, bei der der Schlosser üblicherweise arbeitet und die für seinen Lohn aufkommt, bezahlt werden. Auch ist denkbar, dass Hilfskostenstellen für andere allgemeine Kostenstellen arbeiten oder Hilfskostenstellen für Hauptkostenstellen Leistungen erbringen. Stellen Sie sich hier zum Beispiel vor, dass die Arbeitsvorbereitung steuernde Aufgaben für die Hauptkostenstelle Fertigung übernimmt. Auch allgemeine Kostenstellen können für Hilfs- oder Hauptkostenstellen arbeiten. Als Beispiel sei erwähnt, dass die Personalabteilung als allgemeine Kostenstelle Abrechnungen für Mitarbeiter der Hilfskostenstelle Arbeitsvorbereitung oder auch für die Mitarbeiter einer Hauptkostenstelle erbringt. Diese Leistungen kosten Geld und müssen somit von den empfangenen Kostenstellen an die allgemeine Kostenstelle Personalwesen bezahlt werden. Daneben können Hauptkostenstellen für andere Hauptkostenstellen etwas leisten, Hauptkostenstellen für andere Hilfskostenstellen oder allgemeine Kostenstellen für andere allgemeine Kostenstellen. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter der EDV-Abteilung PC-Servicearbeiten für die Personalabteilung erbringt. Sie sehen, es ergibt sich ein ziemliches Labyrinth von gegenseitigen Leistungsbeziehungen. Jeder kann für jeden etwas leisten. Und diese gegenseitigen Leistungsbeziehungen müssen nun im Rahmen der Kostenrechnung auch entsprechenden gegenseitigen Wertströmen abgebildet werden. Dies geschieht mit dem später noch zu besprechenden Betriebsabrechnungsbogen unter Zuhilfenahme von schlüsselgebundenen Umlageverfahren. Wichtig ist, dass Ihnen klar wird, dass es aus dem hier dargestellten Labyrinth von gegenseitigen Leistungen und Wertströmen nur einen Ausgang gibt. Dieser Ausgang führt über die Hauptkostenstellen auf die Kostenträger. Genau dort sollen die Kosten ja auch landen, damit wir einen Überblick darüber gewinnen, welche Kostenträger welche Kosten verursacht haben. Lassen Sie mich noch auf eine andere Darstellungsart versuchen, Ihnen den Weg der Gemeinkosten durch das Unternehmen darzustellen. Der hellgraue Kasten, den Sie hier sehen, soll ein Unternehmen darstellen, wobei Kostenstellen mit den Buchstaben A für allgemeine Kostenstellen dargestellt sind. Kostenstellen mit den Buchstaben HI, Hilfskostenstellen, und Kostenstellen mit den Buchstaben E
sollen Endkostenstellen bzw. Hauptkostenstellen sein. Wenn dieses Unternehmen zum Beispiel Strom von außen bezieht, so wird dieser Strom in allen Kostenstellen benötigt. Und somit werden auch alle Kostenstellen mit den Stromkosten, die von außen in das Unternehmen hineingetragen werden, belastet. Ebenso verhält es sich mit Miete und weiteren Kosten, die von außen in das Unternehmen kommen. Gleichzeitig finden in dem Unternehmen zwischen allen Kostenstellen Leistungsbeziehungen statt. Das soll durch die hier dargestellten gelben Pfeile, die jeweils in beide Richtungen verlaufen, dargestellt werden. Zu beachten ist, dass Leistungsströmen auch immer entgegengesetzte Wertströme entsprechen müssen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Kostenstelle A2 eine Leistung für die Kostenstelle A7 erbringt, existiert ein Leistungsstrom von A2 zu A7. Gleichzeitig muss aber auch A7 für diese Leistung bezahlen. Es gibt also auch einen Wertstrom von A7 zu A2. Nimmt man die beiden bisher dargestellten Abbildungen zusammen, so sieht man, dass Gemeinkosten auf allen Kostenstellen anfallen und diese Gemeinkosten dann mit den gegenseitigen Leistungsbeziehungen und den daraus resultierenden Wertströmen zwischen den Kostenstellen hin und her fließen. Im Rahmen der Kostenstellenplanung ist es nun so, dass jede Leistungseinheit einer allgemeinen oder Hilfskostenstelle so viel kostet, dass die Kostenstelle nach Erbringung aller Leistungen und Vergütungen aller dafür erhaltenen Gutschriften kostenneutral ist. Bei allgemeinen und Hilfskostenstellen sind also im Planungsstadium die insgesamt auf einer Kostenstelle angefallenen Kosten, egal ob es sich von außerhalb des Unternehmens belastete Kosten oder um Kosten durch die innerbetriebliche Leistungsbeziehung handelt, genauso hoch wie die Summe der Gutschriften, die diese allgemeine Kostenstelle, Hilfskostenstelle oder ähnliches für die von ihr erbrachten Leistungen von den anderen Kostenstellen bekommt. Bei Endkostenstellen funktioniert dieses Prinzip naturgemäß nicht, denn sie erbringen den größten Teil ihrer Leistung für die zu verkaufenden Produkte oder Dienstleistungen und in der Regel nur zu einem sehr geringen Teil für andere Kostenstellen im Unternehmen. Dadurch fließen alle Kosten der vorgenannten allgemeinen und Hilfskostenstellen auf die Endkostenstellen. Von diesen werden sie dann verursachungsgerecht auf die Produkte umgesetzt und somit an den Absatzmarkt bzw. die Absatzmärkte abgegeben. In dieser Grafik ist noch einmal der Gesamtzusammenhang dargestellt. Die Gemeinkosten kommen von außen in das Unternehmen herein, zum Beispiel Miete, Strom, Gehälter etc., werden durch innerbetriebliche Leistungsbeziehungen von den allgemeinen Hilfskostenstellen und den Hilfskostenstellen im Endeffekt auf die Endkostenstellen verlagert, und zwar verursachungsgerecht, um anschließend von den Haupt- bzw. Endkostenstellen auf die Produkte wiederum verursachungsgerecht verrechnet zu werden. Für die erwähnten Kostenstellenarten habe ich Ihnen eben schon einige Beispiele genannt, möchte dies aber mit der folgenden Folie ergänzen. Hauptkostenstellen oder Endkostenstellen sind diejenigen Kostenstellen, die die Endprodukte erzeugen. Dazu gehören Kostenstellen wie die Dreherei, die Fräserei, die Montage oder das Materiallager für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Hilfskostenstellen, auch Nebenkostenstellen genannt, sind Kostenstellen, die hilfestellende Leistungen für die Hauptkostenstellen erbringen. Beispielhaft sei die Arbeitsvorbereitung genannt. Alle anderen noch nicht erwähnten Kostenstellen nennt man allgemeine Kostenstellen. Dazu zählt die EDV-Abteilung, die Personalabteilung, die Geschäftsführung, die Kantine etc. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Überblick über die Kostenstellen und die gegenseitigen Beziehungen vermitteln. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lernen. Freue bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.